Hallo Richard, es freut mich, dass du für meinen kleinen Kanal dir Zeit genommen hast, um mit mir mal über eure Suchmaschine u.com zu sprechen. Gerne. Wie kommt ihr eigentlich auf die Idee, ausgerechnet eine Suchmaschine zu machen? Also nachdem Google ja mit der Idee, ich lade das ganze Internet herunter und indiziere es bei mir, so ziemlich alle Suchmaschinen platt gemacht hat. Bing kommt ja bis heute nicht hinterher. Gerade mal noch Yandex ist vielleicht auf Augenhöhe, zumindest im osteuropäischen Raum. Wie kommt man da auf die Idee, jetzt Suche neu zu definieren oder anders zu gestalten? Ja, ist eine gute Frage. Wir haben viele verschiedene Gründe dafür. Es gibt nicht nur einen einzigen Grund. Zum Ersten geht die gesamte Weltwirtschaft online und wir haben mittlerweile einen Gatekeeper, der definiert, was man liest, was man kauft, was man lernen kann. Und das ist im makroökonomischen Sinne und allgemein makrophilosophischen Sinne auch suboptimal. Zum Ersten. Zum Zweiten verstehen immer mehr Menschen, dass die Privatsphäre, die man aufgibt, um Google zu bekommen, wichtig ist. Und das sehen wir an Suchmaschinen wie DuckDuckGo, die mittlerweile sehr gut wachsen, und aber auch selber trotzdem noch alle Suchanfragen speichern. Zwar nicht assoziiert mit einer IP-Adresse, aber trotzdem die speichern. Und das heißt, man kann auch noch besser die Privatsphäre schützen, während man trotzdem eine gute Suchmaschine baut. Also Privatsphäre ist einer der Gründe. Der zweite ist, wir sind in einer sogenannten Aufmerksamkeitsökonomie und einer Informationsgesellschaft. Und die Aufmerksamkeitsökonomie, alle Firmen haben in den letzten Jahren, die großen Firmen Google, Twitter, Facebook, haben jetzt ihre Nutzer, aber wollen trotzdem noch immer noch mehr Marge rausquetschen aus jedem User und versuchen dementsprechend alle Nutzer noch mehr deren Aufmerksamkeit zu bekommen und sie länger auf der Plattform zu halten. Und das ist meiner Meinung nach ein Problem. Und das sieht man auch, dass bei Google mittlerweile über 60% aller Google-Suchen sind sogenannte Zero-Click-Searches. Das heißt, man verlässt nicht mehr das Google-Ökosystem. Das heißt, am Anfang, vor 20 Jahren war Google noch nur die Weiterleitung. Man hat was gefunden, hat klickt auf den Link und geht dorthin. Und der Rest des Internets hat davon auch profitiert, dass es jetzt einfacher zu finden ist. Mittlerweile ist es aber so, 60% aller Suchen bei Google bleiben. Und das ist ein Problem für das gesamte Internet und das offene Internet. Dann kommt noch dazu, dass die Werbung bei Google mittlerweile so stark ist, dass viele Menschen einfach genervt davon sind. Und dann kommt auch noch dazu, dass die Suchen häufiger weniger gut sind. Einfach die Suchergebnisse, die Qualität ist reduziert. Wenn man irgendwas kaufen will, sieht man unglaublich viele SEO-Mikroseiten, also so Seiten, die nur darauf spezialisiert sind, beim Google-Ranking hochzukommen und dich dann weiterzuleiten zu einem Amazon-Link, um dann dort für 24 Stunden Cookie zu haben und Teile von den Einnahmen von Amazon zu bekommen. Und das merken die, sage ich mal, technikaffinen Menschen jetzt schon. Das kann man schon lesen auf Hacker News und vielen anderen Blogs. Aber ich glaube, die normalen restlichen, nicht, sage ich mal, Technikprogrammierer werden das irgendwann auch mitkriegen und ärgern sich jetzt auch schon darüber, dass man eine Suche macht und dann verfolgt einen diese Suche über Werbung überall im Internet. Und das sind also viele Möglichkeiten, wo wir das besser machen können. Wir haben momentan keine Werbung. Wenn wir überhaupt irgendwann mal Werbung haben, dann nur im Privatmodus, ähnlich wie DuckDuckGo, private Werbung, wo die Werber nicht wissen, wonach man sucht. Wir haben mehr Möglichkeiten selber zu definieren, was man sehen will. Zum Beispiel sagt man, okay, ich will nicht W3School sehen, aber ich will mehr Reddit sehen. Und das kann man hier oben rechts einstellen und direkt sagen, ja, zum Beispiel set your preferences. Und dann kann man sagen, so will ich halt meine Suche modifizieren. Und viele Menschen haben halt ihre bevorzugten Quellen und können dementsprechend das jetzt auch selber definieren, sodass man nicht mehr
nur gesagt bekommt von Google, das sollten deine Quellen sein. Und das ist meiner Meinung nach ein wichtiger Teil des Internets, dass die Menschen wieder mehr Selbstbestimmung haben. Das heißt, hier klicke ich praktisch dann auf einen Daumen hoch, wenn ich es in der Standardsuche dann mit drin haben will, oder wenn ich es gar nicht haben will, kann ich es auch ausschließen. Genau. Und das ist nicht absolut. Wir stellen uns Suche wie so einen App Store vor. Da wird auch noch sehr viel passieren in den nächsten paar Monaten. Wir wollen es wirklich weiter öffnen, dass Menschen und Programmierer besonders auch damit dann teilhaben können und arbeiten können, wenn sie wollen. Wenn man so eine App liked oder disliked, bevorzugt oder nicht bevorzugt, dann ändert sich der Algorithmus. Man hat also auch Kontrolle über die KI, ist auch ein wichtiger Teil. Ich habe jahrelang KI-Forschung gemacht und häufig wird die KI nur genutzt, um den Menschen halt mehr Aufmerksamkeit aus ihnen rauszuziehen, mehr Zeit rauszuziehen, und gibt ihnen nicht diese Kontrolle zurück, weil wenn man nur den Leuten die richtige Werbung zeigen will, will man ihnen nicht die Kontrolle geben, zu sagen, ich will keine Werbung von darum sehen oder ich will diese Quelle gar nicht sehen. Aber weil das bei uns noch anders ist, haben wir die Möglichkeit, die Kontrolle zu dem User zu geben. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel nach Bashinio suche, dann sind jetzt die von mir ausgewählten Quellen da mit dabei. Und jetzt, da oben. Wahrscheinlicher, aber wenn die Quellen keine Resultate haben, dann kommen sie auch nicht. Und das ist so der Unterschied zu einer normalen App auf dem Handy. Das macht halt nur Sinn, wenn auch die Quellen dann wirklich Informationen haben. Wenn sie keine Informationen haben, werden sie trotzdem nicht. Ja, was habe ich jetzt hier? Twitter, Web Results, GitHub. Es gibt noch andere Bashinios. Ja. Ja, aber hier unten habt ihr eigentlich sogar noch mehr als da drin, oder sind es die gleichen? So, das sind die gleichen, aber wir haben über 150 Apps, fast schon 200 jetzt. Und es macht natürlich nicht Sinn, zum Beispiel America's Test Kitchen bei Bashinio zu zeigen. Und wir haben also eine KI, die rankt und sagt, okay, für diesen Suchbegriff sind diese Apps wichtig. Und wenn, manchmal ist die KI aber falsch und irrt sich. Und deswegen haben wir unten noch die Möglichkeit, auch Apps zu triggern, zu aktivieren, die KI nicht wusste, dass sie hätte zeigen sollen. Okay. Und hier zum Beispiel siehst du ja New York Times, wussten wir schon, beziehungsweise die hat das vorhergesagt, da gibt es keine Resultate für dich. Ja. Okay. Aber hier könnte ich praktisch manuell nochmal nachsteuern und Sachen dazufügen. Genau. Mhm. Ja, was für mich sehr ungewohnt ist, ist eigentlich so dieses Rechtsscrollen. Ne? Ich bin jetzt seit 20 Jahren mit einem Mausrad. Seit Mitte, Anfang der 90er mit einem Mausrad vertraut und bin gewohnt, ich scroll einfach runter und jetzt geht es auf einmal nach rechts. Ich meine, klar, die mobilen Nutzer, für die ist das ganz normal. Plant ihr hier für die reinen PC-Anwender auch noch so eine Einstellung in dem Profil, dass das Ganze nur mit einem Runterscrollen möglich ist, oder? Ja, es ist interessant, es ist schwierig, wenn man diese Apps hat, über die man selber auch Kontrolle hat. Man will ja das ermöglichen, dass Menschen weiter reinzoomen können in eine Dimension, aber auch schnell in eine andere Dimension kommen. Also zum Beispiel Twitter, ja, ich will mehr Twitter-Resultate sehen, dann scrolle ich nach unten und dann sehe ich mehr Web-Resultate. Wir haben uns mittlerweile genug, also das ist so die Idee von den Resultaten. Wenn du mit der Burner auf Shift klickst und dann dein Scrollwheel, dein Mausrad benutzt, dann kannst du links und rechts scrollen und dann nach oben und unten. Und so, und wenn man ein Trackpad hat, kann man mit zwei Fingern natürlich auch scrollen, aber das ist so mittlerweile für mich auf jeder App, Windows, Linux, Mac und jeder Applikation, eben im Betriebssystem und jeder Applikation,
funktioniert Shift, Mausrad für links und rechts. Also auf Figma und Microsoft Word und PowerPoint und so weiter. Überall funktioniert Shift, Mausrad, um nach links, rechts zu scrollen. Aber ich habe festgestellt, die wenigsten wissen von diesem kleinen Hack und dementsprechend ist es schwieriger zu nutzen. Wir haben auch die Keyboard-Navigation. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden jetzt wahrscheinlich das ändern und die Webresultate ähnlich wie auch bei anderen Suchmaschinen vertikal machen. Und dann hat man diese Applikation zwischen den Webresultaten drin und kann dann aber trotzdem halt mit dem mit Shift, Mausrad oder Rechtsklick oder der Keyboard, dem Keyboard in diese Applikation weiter reinscrollen. Mhm. Aber ja, die Webresultate werden vertikalisiert. Okay. Ja, also wenn ich das jetzt so bösartig formulieren wollte, habt ihr jetzt praktisch eine große Site-Search gebaut, oder? es ist meiner Meinung nach, hat sich das Internet verändert. Vor 20 Jahren gab es sehr, sehr viele relativ kleine Seiten, die relevant und wichtig waren. Aber mittlerweile haben Menschen verbringen mehr und mehr Zeit auf, ich glaube, sie haben sie Content Islands genannt, also so Inhaltsinseln, und verbringen mehr Zeit auf diesen Inhaltsinseln, zum Beispiel Reddit. Reddit ist super populär. Viele Menschen in den USA sagen, ach, um überhaupt noch was Sinnvolles bei Google zu bekommen, muss ich immer Site Doppelpunkt Reddit reinschreiben, damit ich Resultate bekomme von echten Menschen, statt nur von irgendwelchen SEO-Microsites, die mich weiterleiten wollen zu Werbung. Dementsprechend macht es meiner Meinung nach Sinn, den Menschen diese High-Level-Präferenzen zur Verfügung zu stellen. Und ja, wir in der Tat haben, also man könnte es eine Meta-Search-Art nennen, aber letztendlich ist es auch Normal Search, die Webresultate sind auch noch drin, aber unsere Gedanken, unser Ziel ist es, die Webresultate eigentlich weniger wichtig sind und die App-Resultate wichtiger sind. Und cool an den App-Resultaten ist, dass man halt auch noch mehr direkt machen kann innerhalb der Suchmaschine. Zum Beispiel, wenn du CSS Flexbox eingibst oder eine andere Programmiersuche, dann siehst du zum Beispiel direkt die Codeschnipsel, die hilfreich sind für diese Suche. Und kannst das auch da unten rechts in jedem kleinen Codeschnipsel, so einen kleinen Copy- und Paste-Button. Und ja, du kannst auch Show All Snippet klicken, dann wird sich so ein kleines... Ach, hier ist er, den meinst du. Genau, genau. Wenn du auf den klickst, dann ist es kopiert und dann kannst du direkt weiter programmieren in deiner Suche. Du kannst auch Show All Snippets klicken, dann siehst du alle Snippets von dieser Seite in einem Fenster und kannst also so schnell verstehen, wie du diese CSS-Flexbox verändern könntest. Und mit Escape kommst du da auch wieder raus oder einem kleinen X oben. Und das ist so meiner Meinung nach eine Art, wie man halt viel effizienter sein kann als Programmierer und für Techno, ja, technikaffine. Also da ist es mir tatsächlich auch schon aufgefallen, wenn ich mal ein Problem hatte in dieser Richtung, also jetzt programmieren oder irgendwas hat nicht funktioniert und ich brauche dann eigentlich, was braucht man? Stack Overflow oder so, wo dann eigentlich fast immer eine Lösung drin liegt und bei euch habe ich da eigentlich das immer sehr schnell gefunden, wo ich bei Google dann irgendwann gedacht habe, ich glaube, ich wechsle jetzt mal zu You, probiere es da und dann war es ziemlich schnell. Also das hat sehr gut funktioniert in dem Themengebiet, muss ich auch sagen. Super, ja, und wir haben jetzt auch mehr und mehr diese Applikationen. Wir fokussieren uns auch in der Tat, deswegen freue ich mich, mit dir zu reden, auf Programmierer und Softwareentwickler als erste Zielgruppe und haben jetzt festgestellt, in der Tat, wenn die das benutzen ein paar Mal, sehen sie, ja, das ist die Suchmaschine. Die Suchmaschine für Programmierer, mit der ich einfach effizienter bin, während ich was programmieren will. Ja, also es gibt ganz viele interessante Sachen, wenn du, ich kann mal schauen, ob ich in der Suche finde. Wir haben auch Code Complete zum Beispiel. Ich dachte gerade, irgendwo hatte ich das neulich gesehen, dass ihr hier so interaktive Elemente drin hattet.
Ja, wenn du zum Beispiel suchst Python, PyTorch, Train Neural Network. Warte mal kurz, musste ich dazu nicht einfach hier auf U-Code gehen? Das wird auch, ja, genau, super. Die Okay. U-Code sind alle der Programmier-Apps aktiviert und man sieht also wirklich einen kompletten Overview und hier sieht man Code Complete, ist eine Möglichkeit, um dahin zu kommen. Und man sieht halt direkt Code und du kannst jetzt zum Beispiel sagen, Java Read File. Vielleicht klappt es auch so, du kannst die Funktions definieren, aber klick einfach mal Submit. Vielleicht geht es auch so. Ich kann kein Java. kann ein bisschen C-basierte Sachen, also. Dann jetzt nach rechts Ja. scrollen mit Shift-Mausrad. Ah ja, genau. Oder. Ja. Und ja, jetzt sieht man hier, okay, das ist erstmal eher Python. Aber. Und das oben rechts ist momentan nur die Syntax-Highlights, nicht die Spracheveränderung. Ach so. Kommen wir nochmal einmal weiter nach rechts. Hier sieht man es in Python. Und ja, das ist halt. Das ist ein Sprachmodell und man müsste jetzt schon so die Funktion definieren in einer Java. Also vielleicht definierst du einfach was auf C, wie würde die Funktion, also den Header definieren würdest. Mit Star. Naja, mit C basiert meinte ich jetzt eigentlich sowas wie PHP oder AWK, was so dieses selbe Syntax hat. C habe Ja, ich geht auch. vor 20 oder 15 Jahren gelernt, nie programmiert. Kein Problem. Du kannst auch irgendwie eine PHP-Funktion eingeben und so, dass du dem Programm sagst, ich will jetzt in PHP was programmieren. Und dann kann er das weiter weiterschreiben. Perfekt. Das ist ein gutes Beispiel. Dann, ja, das werden wir sehen, dann wird er drei verschiedene Varianten definieren, wie er jetzt diese Funktion weiterführen kann. Hier sieht man, ja, das erste Resultat ist genau. Sieht PHP aus. Und ja, connectet dich zu einer Datenbank und dann versucht jetzt dreimal verschiedene Varianten zu programmieren, um diese Funktion fertigzustellen. Und das wird meiner Meinung nach alle Programmierung verändern in der Zukunft, weil man einfach sehen wird, dass man das häufig schneller machen kann und auch wenn man nicht genau den Code so nutzen kann, wie er ist. Sieht man dann schon so, ja, okay, ich brauche hier also dieses Table, it's not exists und so weiter. Und ja, interessant, viel chinesische schreibt auch manchmal in den Code, Code trainieren, wo dann die Fehlermeldungen oder so auf Chinesisch kommen, weil halt viel chinesischer Code auch auf GitHub und so ist. Ja. Okay, ja, das hatte ich auch schon gesehen, hatte ich mir auch aufgeschrieben, dass ich da mit dir rüber reden möchte. Aber im Endeffekt, der Code wird dann natürlich zu euch übertragen. Also das läuft ja bei euch auf dem Server dann ab und wird wieder zurückgespielt, oder? Also der wird generiert und dann dort gezeigt. Ja. Genau, und hier noch ein JSON-Validator. Dass man gucken kann, ob seine JSON-Struktur irgendwo eine Klammer vergessen hat oder so. Genau. Ja. Und so, das ist eine dieser Apps, wo wir sagen, ja, da kann KI wirklich ganz anders die Suche gestalten, um einfach die Menschen effizienter zu machen und in dem Fall die Programmierer. Wenn du zurück auf Vue gehst, haben wir noch ein anderes cooles Beispiel und zwar UWrite. Danach kannst du suchen. Ja, habe ich mir schon mal angeguckt. Auch Wie toll. war das How to Write? How to Write oder UWrite, ja. Und da haben wir eine App. Die ja hier unten jetzt als zweites triggert ist, kann man sagen, okay, ich will einen Blogpost schreiben oder ein Essay. Kann zum Beispiel ein Blog, der kann an Programmers gehen. Und das kommt jetzt auch bald auf Deutsch raus. ja, worüber willst du schreiben? Why PHP is the best Nein, ich will language über oder so. why. Okay, ich hoffe, da haben sie auch was für dich.
Ja, genau. Ja, okay. Ich habe da Und sehr jetzt. lustige Ergebnisse gehabt, als ich da mit nur meinen Namen, also mein Nickname eingegeben habe. Ja. There you go. You have Ach. an incredible ability to take complex topics and break them down into easily digestible chunks. Knack for making programming fun. Also, ja, das ist. Ich bin da, würde nie auf die Idee kommen, sowas über mich zu sagen. Aber wenn es eine KI macht. Ja, das habe ich gesehen. Ihr habt ja auch auf eurem YouTube-Kanal da drüber berichtet, wie das funktioniert. Und in deinem Newsletter steht es ja auch, ging es, glaube ich, die letzten Male mehrfach darum. Das ist dann, ja, für Leute, die nicht so gut schreiben können, wahrscheinlich eine große Hilfe. Aber ich vermute mal, dass es auch Leute geben wird, die sagen, niemals, jedes Wort muss aus meinen Gedanken kommen. Ja, ich bin auch nicht so gut, wenn es um Marketing, bla bla schreiben geht und brauchte das jetzt für eine kleine Webseite, in der ich geholfen habe. Und es hat perfekt, ich habe so wie es ist, nutzen können und auf meine Webseite packen können, um halt so ein bisschen bla bla zu haben, damit die Seite was beschreibt, worum es geht. Und ja, es hat einfach funktioniert. Also es ist ganz interessant. Wir haben auch hier How to Write in allgemein wieder diese Side-Panels, wo wir halt Texte und Inhalte, sorry, die erste App, wo wir Texte und Inhalte zusammenfassen. Also wenn du zum Beispiel normal schreiben willst, geben wir dir auch Tipps und fassen halt zusammen, so sind die einzelnen Schritte, um halt ordentlich was in neuen Text selber zu schreiben. Und diese Zusammenfassungen sind meiner Meinung nach ein großer Teil der Zukunft, um genau diese Aufmerksamkeitsökonomie zu verändern und den Menschen einfach schnell zielgerichtet zu helfen, die Sachen machen zu können, die sie eigentlich machen wollen, statt sie erstmal versuchen sie auf eine Schiene zu bringen, wo sie am Ende auf eine Werbung klicken. Das ist das Hauptziel von Google mittlerweile. Ja, ich habe auch was anderes festgestellt. Ich habe so eine Bildersuche mal gemacht, wo man so ein Firmenschild gerade mal so mit Mühe und Not gesehen hat, wo ein paar Buchstaben gefehlt haben. Und letztendlich war dieses Firmenschild die Gioia Italiana, wie ich dann herausgefunden habe. Da gibt es auch ein Video dazu. Und was mir dann neulich, als ich mal das nach Gioia Italiana bei euch gesucht habe, festgestellt habe, ist, dass ihr mir hier jetzt auf einmal Places anbietet und es genau drei Gioia Italianas gibt. Und ich dann so gedacht habe, ja, Die gibt das. es sogar auf Instagram. Ah. Ja, aber ich dachte einfach so, scheiße, ist das jetzt geil. Ne? Damals habe ich das mit Google und so gelöst und dass ich das jetzt so. Ja, so präsent habe, das gibt es nur dreimal auf der ganzen Welt. Das hat mir so richtig gut gefallen. Klar, kann es vielleicht immer noch eine geben. Habt ihr noch mehr so Sachen versteckt, die dann auf einmal da kommen, wie jetzt hier Places? Ja, wo ihr erkennt, diese Suche, das ist jetzt nicht einfach nur eine Websuche, sondern da könnten wir auch noch ein Tool oder so zu anbieten. Ja, wir haben viele, viele Sachen. Das ist traurig. Wir überlegen uns auch momentan, wie können wir den Menschen das besser zeigen, weil wir haben so viele coole Features mittlerweile. Aber wenn jemand nur nach Wetter oder sowas sucht, dann sieht man die ganzen coolen Features nicht, wenn man das erste Mal probieren will. Deswegen sagen wir auch, wir haben jetzt eine neue Chrome Extension, die wir rausbringen. Die kommt, glaube ich, diese Woche raus im Chrome Store auch. Wo man zwischen den verschiedenen Suchmaschinen wechseln kann, also DuckDuckGo, Google und U.com und auch U-Code für die Fokus-Suchmaschine, während man programmiert, damit man halt das leichter hin und her switchen kann. Haben jetzt auch eine Android-App, das bald rauskommt, haben iOS-App, was den Safari auslösen kann, weil der Safari auch nicht so viele Werbung blockiert und unsere iOS-Browser- und Such-App das alles blockiert. Aber ja, um deine Frage zu beantworten, Rezepte sind auch eine gute Sache. Was weiß ich, Vegetarian Lasagne oder so sucht, haben wir auch die Zusammenfassung, weil viel häufig sind sie über Rezeptseiten reden und schwadronieren relativ häufig sehr lange über ja, den Background und so weiter von dem Autor, statt einfach zu sagen, hier sind Inhalte, die man sieht.
Aber ich sehe leider, das haben wir nicht auf Deutsch. Auf Deutsch haben wir jetzt, weil wir super viele deutsche Nutzer auch haben, haben jetzt Nachrichten-Apps, die man auch auswählen kann. Aber leider, ich frage mich auch, warum du nicht die YouTube-Bilder siehst. Also das war auch etwas, was ich im Vorfeld moniere. Ich suche regelmäßig im Internet nach Rezepten und hier ist nicht mal Chefkoch drin. Das fand ich dann schon ein bisschen traurig. Okay, Chefkoch, das schreiben wir jetzt, das schreibe ich gleich mal auf und dann werden wir die App. Also, das ist alles leider immer noch Englisch. Ja. Das war nämlich die Frage, die ich damit verbunden habe, ist jetzt gar nicht, also es gibt ja nicht nur Chefkoch, das ist ja nur eine von vielen Seiten, aber die Frage ist, es ist natürlich sehr viel Aufwand, wenn ihr das jetzt auch noch regionalisieren wollt. Ne? Also mit dem Englischen habt ihr natürlich jetzt eine ganz breite Masse an Nutzer, aber wenn ihr das jetzt alles regionalisieren wollt mit der französischen Rezeptseite und der spanischen Rezeptseite und so, da wird es natürlich dann auch irgendwann mal sehr unübersichtlich. Wie sind da so eure Vorstellungen, diese Regionalisierung Frage. Hinzukriegen? Haben wir noch so richtig nie öffentlich beschrieben. Es ist jetzt ein bisschen ein Leak fast, aber wir wollen diese Plattform wirklich weiter öffnen, sodass alle Programmierer das öffentlich da ähnlich wie im Apple App Store da mit zusammen teilhaben können, teilnehmen können und mitarbeiten können, wenn sie wollen, und dann ihre eigenen Apps haben. Und also ähnlich wie der iPhone. Das iPhone ist ja, sag mal, wenn mein iPhone nicht die Zoom-App hätte und Google Maps, Maps kann man mittlerweile nicht mithalten, und Pandora und Slack und ein paar andere Apps, Instagram, dann wäre mein iPhone auch nicht so hilfreich. Aber das haben natürlich, sind alles nicht die Apple-Apps. Die Apps der Firmen, und so sehen wir das auch. Also alle diese Apps hier, wir starten nur die Plattform, aber letztendlich wollen wir dann nicht diese Apps selber besitzen. Die wollen wir eigentlich dann zurückgeben, haben auch schon viele Firmen angefragt, aber mittlerweile, wir sind halt noch so klein, die Firmen wollen halt noch nicht selber die Apps schreiben, deswegen starten wir also diese Plattform. Und das ist auch dann der Weg für die Internationalisierung lokalisierten. Und dann kann ich wahrscheinlich in den Einstellungen auch halt einfach sagen, ich möchte deutsche Apps und weniger. Ja, genau. Und du hast jetzt schon oben neben der Suche, neben dem Such, hast du diesen kleinen Filter. Genau. Und da kannst du jetzt auch schon sagen, okay, ich will nur Resultate von den letzten 2 Wochen oder so, oder auch jetzt deutsche. Ja. Okay, das ist natürlich auch wieder eine Möglichkeit, die Schwarmintelligenz mitzunutzen. Ja. Zum großen Ding. Ja, also wenn jetzt hier deutsche Entwickler das hören und sagen, ja, ich will, dass Chefkoch mit da ist, und oder ich habe selber eine Idee, wie ich Chefkoch und 2 andere Seiten zusammenfasse, dann schickt mir eine E-Mail, richard@you.com, und dann kommt er in unser Programm rein, dass wir jetzt gerade starten, diese Plattform zu erweitern. Ja, was für mich jetzt im OSINT-Bereich halt auch sehr wichtig ist, ist eigentlich die Bildersuche. Mhm. Da war ich, also was ihr jetzt hier halt habt, ist im Endeffekt eine reine textbasierte Suche nach Bildern auf gewissen Plattformen. Ne? Mhm. Da kommt sogar Chefkoch. Wenn ihr jetzt, also ich meine, du kennst ja wahrscheinlich auch Google Lens oder die Yandex-Bildersuche, die da ja wirklich Maßstäbe gerade setzen. Habt ihr vor, auch den Bereich anzugreifen, oder steht es jetzt erstmal hinten an? Beides. Also ja, eventually, also in der Zukunft, aber es ist nicht sehr hoch oben auf unserer Liste. Und es ist ganz interessant, als Suchmaschinen-Startup, was relativ klein ist, es ist eine unglaublich schwierige Balance, sagen, welche Features entwickeln wir, die Google schon hat, und welche, wie viel von unseren Ressourcen wollen wir darauf verbringen,
ein Features zu entwickeln, die Google nicht hat. Weil man kann im ersten Teil Features von Google können wir die nächsten Jahrzehnte hinter Google herrennen und nie wirklich ankommen. Aber auf der anderen Seite, und man muss natürlich trotzdem so ein paar Sachen besser machen. Zum Beispiel Spruchresultate haben wir halt gar keine. Und wenn man einfach nur sehen will, wie viele Tore wurden geschossen in dem und dem Spiel oder in den USA viele andere Sportarten, Basketball, Baseball, Football und so weiter, da müssen wir einfach ein bisschen mehr machen. Aber man könnte ja, wie gesagt, daran ewig arbeiten und nie wirklich ankommen. Dementsprechend müssen wir halt auch U-Ride zum Beispiel Sachen machen, die halt Wow-Effekt haben, wo man unglaublich viel Zeit sparen könnte, weil die KI den ganzen Essay schreibt, den man schreiben muss. Das kommt auch bald auf Deutsch. Und halt Sachen machen, wo die Google halt nicht hat. Das ist eine harte Balance. Und ja, diese Reverse Image Search Sache ist eine dieser Sachen, wo einfach nicht genug Nutzer danach fragen. Du bist der erste Nutzer, der danach gefragt hat, vielleicht der zweite oder dritte. Aber im Vergleich zu anderen Features wie Sport zum Beispiel, ist es halt ja relativ. Ja gut, es liegt jetzt halt an dem speziellen Interesse meines Kanalthemas, dass das halt ein ganz wichtiges Element ist. Aber ich habe ja auch von Google da jetzt inzwischen auch ein hervorragendes Produkt. Daher ist das jetzt auch nichts, wo ich jetzt sagen würde, das würde ich jetzt, also ich würde es halt vielleicht um You ergänzen, aber natürlich, da sind sie ja im Augenblick wirklich stark mit Google Lens. Ihr habt ja hier die Möglichkeit, dass ich da irgendwie so ein Ausrufezeichen eingebe und dann nochmal eine spezielle Site-Search machen kann. Also zum Beispiel A für Amazon, da bin ich aber dann natürlich nicht in Deutschland, sondern was war es, A.de? Vielleicht gibt es A.de, ja. Genau. Und dann wird meine Suche dann direkt halt an die Amazon-Suche weitergeleitet, ne? Also ihr steuert da nur eigentlich von eurem Suchfenster auf das Suchfenster der Zielseite. Genau. Und der Grund ist, wenn man also so eine Chrome oder Edge Extension hat, dann und wir der Default sind in der Navigations-URL-Liste, dann kann man halt von uns direkt überall hinkommen. Hier oben dann. Ja. Das heißt, du musst dann nicht mehr Amazon.de eingeben, sondern du machst dann /ade. Wird es auch für Firefox geben, als Firefox-Nutzer? Ja, wir haben leider, es ist auch so eine Fokus-Sache. Wir haben jetzt erstmal Chrome, weil das halt 75% aller Nutzer haben. Beziehungsweise, also ich benutze auch Brave statt Chrome. Brave hat halt weniger Privatsphäre-Use als Chrome selbst, basiert aber auch auf Chromium, also einem ähnlichen Backend. Von Chrome und Brave ist halt ein besserer Browser als das Original Chrome, leicht schneller, hat so ein bisschen schnulli Krypto-Sachen, aber kann man komplett ignorieren und dementsprechend, ja, das sind halt 75% aller Internetnutzer sind auf einem Chromium-basierten Browser und da müssen wir uns erstmal fokussieren, aber du hast schon recht, ich liebe eigentlich Firefox auch, ich habe den jahrelang benutzt, aber ich muss sagen, nach ein paar Tagen Firefox saugt er einfach meinen ganzen RAM raus und dann muss ich immer Firefox neu starten und das Problem habe ich irgendwie halt nicht bei Chromium-basierten Browsern, aber die Antwort ist, es ist auch auf dem Backlog, aber das als erstes war iOS, also die iPhone-App, die jetzt mittlerweile bei mir hier unten im Screen ist, also in Safari ersetzt hat. Als nächstes, diese oder nächste Woche kommt dann die Android-App raus und dann werden wir uns wahrscheinlich, ich glaube, Firefox ist wahrscheinlich weit oben nach dem Android. Geht. Ja. Was ein bisschen schade ist, ist ja bei Archive.org, weil deren Suche ist ja so grottig, da findest du ja nichts. Da hatte ich jetzt gehofft, dass ich dann über euch da ein bisschen mehr kriege, aber hat dann nichts gebracht. Wir haben noch keine separate Archive-App, ja.
Ja, ich glaube, die haben halt selber auch das Ding nicht gut indiziert. Vielleicht ist es auch gut so. Was ich noch gesehen habe, ihr habt jetzt also nicht nur eigene Ergebnisse. Wie generiert ihr eure Ergebnisse? Also fragt ihr die Schnittstellen von Reddit und was weiß ich live an oder tut ihr die Reddit selber indizieren oder wie ist da euer Vorgehen? Ja, das ist eine gute Frage. Beides, sowohl als auch. Es ist als kleines Startup schwierig, das gesamte Internet zu indizieren, aber wir können und tun immer mehr Teile und Inhaltsinseln selber indizieren und dann dadurch schneller die Resultate zeigen können. Zum Beispiel die Stack Overflow App und die ganzen anderen Apps, die du gesehen hast hier, die haben wir alle schon selber indiziert, um einfach die Ergebnisse in wenigen Millisekunden zeigen zu können. Wir warten momentan auch auf ein paar Grafikkarten von Microsoft Azure in Europa, um einen Server in Deutschland oder Europa aufstellen zu können. Die sind leider kommen nicht hinterher, die Grafikkarten für unsere neuronalen Netze in ihren Serverzentren noch freizugeben. Sonst werden wir dann, ja, sobald das klappt, sind wir dann auch noch schneller. Und ähnlich schnell ein paar wenigen Millisekunden wie hier in A auch für deutsche Nutzer. Aber um deine Frage zurückzukommen, sowohl als auch, manche Firmen haben APIs, also die Programmierschnittstellen, die schnell genug sind, dass wir direkt mit denen arbeiten können. Und manche Firmen haben sie auch, aber sie sind zu langsam und unsere Nutzer wollen Geschwindigkeit haben. Dementsprechend haben wir manchmal auch selber alles schon indiziert und dann zusammengefasst über die KI auch, wie bei den englischen Rezepten und so weiter. Ja, also es ist eine Kombination. Und der Rest kommt dann von Microsoft, weil ihr Google nicht haben wolltet. Genau. Oder wollte Google euch nicht? Google hat keine APIs, die sie zur Verfügung stellen. Aber die hatten mal eine, wo man 10 Resultate oder so rausziehen konnte. Haben sie die Es nicht gab mehr? mal, nein, die hatten es auch mal, aber als sie dann Monopol waren, sind sie abgeschlossen. Ja, schon lange nicht mehr versucht, daran zu programmieren. Gut. Eine andere Sache, vielleicht noch zwei Beispiele. Ja, gerne. Einmal, Best Headphones ist auch ganz cool. Das kannst du da gleich draufklicken. Ich muss ja jetzt eigentlich beste Kopfhörer schreiben. Ja, okay. Dann vielleicht Ethereum oder so, ja. Das sind halt so die Beispiele, die wir jetzt, wo wir erstmal auf Englisch das angefangen haben, aber das kommt dann in der Zukunft auch auf Deutsch. Und wenn man halt Open Side Panel durchscrollt, dann sieht man halt so die Zusammenfassung. Und wenn man einmal diese Seite durchscrollt, dann sieht man auch sofort hier halt, oh, das sind die Vorteile, die Nachteile, die Spezifikationen und dann zack, weiß man, was die besten Rohstoffe sind. Und wenn man hier so durchscrollt, sieht man also schon, ja, ich würde auch ein bisschen das rauszoomen selber, nach unten, ja, links und rechts, oben und unten. Hier sieht man halt Board HiFi, aber PC Mag und Artings und verschiedene Seiten haben halt verschiedene ihre Top-Listen. Und dann weiß man sofort, welche die besten Kopfhörer sind und hat nicht ewig Zeit damit verbringen müssen. Und wenn man weiter scrollt, sieht man natürlich auch YouTube-Videos und Reddit-Kommentare und so weiter. Und das sind so meiner Meinung nach besser als, hier ist eine Liste von Webresultaten, die vor allem SEO und Werbung sind, die man weg muss. Und das sind so, ja, sind meiner Meinung nach ein gutes Beispiel einer guten Suche. Und dann haben wir jetzt auch noch die letzte Sache, Web3-Jobs. Also wenn man im Web 3 arbeiten will, und neue Web 3. Also ausgeschrieben. Genau. So. Und zwar Web 3, also so krypto-basierte Jobs auf Blockchain-Technologie basiert, dann sieht man halt hier auch schon direkt eine Zusammenfassung, kann die filtern, basierend auf dem Einkommen, der Kategorie von Jobs, wenn man in NFTs arbeiten und so weiter. Ist man Fulltime oder Parttime, man muss ein bisschen Geld nebenbei machen, man daran arbeiten, wie viel Geld will man verdienen. Und ja, also es ist meiner Meinung nach eine ziemlich coole,
ziemlich coole Sache. Ja, die ganzen Jobs hier sind alle in dem 100K-Plus-Bereich. Jetzt muss ich mal natürlich OSINT-Jobs ausprobieren. ist noch kein, vielleicht nicht genug Web3. Naja, zumindest eine, nee, ist ja kein Entwickler. Es ist ja, aber es findet zumindest eine Seite mit OSINT-Jobs, von daher. Immerhin. Ja, nee, das ist ja nicht Web3. Das ist einfach, ja, wissen, was man im Internet wo finden kann und wie man was anwendet, das dann intelligent verknüpft, um irgendein Ergebnis dann zu haben. Wird im Endeffekt, OSINT wird von Militärs verwendet, von Journalisten, gerade Faktenchecker, von ja, Polizeien und so. Also das sind so die Zielgruppen davon. Ist jetzt nicht das, was jedermann macht oder jeder Programmierer macht. Ja, ich sehe, wir kommen schon langsam zum Ende der ausgemachten Zeit. Ja. Was mich noch interessiert ist, wie lange könnt ihr das mit so geringen Einnahmen durchhalten, wenn ich das in eurer, wo habe ich es gefunden? In eurer Info gefunden habe, kriegt ihr ein bisschen Einnahmen dadurch, dass wenn jemand über einen, also Affiliate, wenn jemand über einen Link was einkauft, dann kriegt ihr da ein bisschen Geld. Aus meiner Erfahrung bleibt da eigentlich nie viel hängen. Ja. Und ansonsten Werbung sehe ich auch nicht. Ihr wollt auch noch die Daten nicht verkaufen. Wie wollt ihr da weiter vorgehen? Wie lange wird es you.com geben mit dem Geschäftsmodell? Also mit dem momentanen Geschäftsmodell würden wir einige Jahre, fast ein halbes Jahrzehnt existieren können, aber wir wollen natürlich wachsen und ein profitables Geschäftsmodell haben. YouWright wird, wenn man das als professioneller Marketing-Mensch nutzt, häufig interessant. About you.com ist momentan in maintenance? Ja. Vielleicht mal meinem Team schicken. Also unsere externe Nicht-Suchseite, sondern so ein bisschen Informationen. Nee, ich komme schon. Okay, puh. War vielleicht nur ein Update. Wir updaten momentan sehr viel. Jedenfalls, also YouWright dafür wird man bezahlen können, wenn man das als professioneller Marketing-Mensch der häufig benutzen will und halt mehr Inhalte rausbringen will, sehr schnell viele Blogposts schreiben will, dann werden viele dieser Applikationen, die dann rauskommen, statt nur wir die Inhalte zusammenzufassen, wollen wir das auch so machen, dass jeder halt die Sache, die wir zusammengefasst haben, für sie auch kaufen kann, direkt. Und wir haben den Privatmodus, oben rechts kann man in Private Mode gehen, nicht auf der Marketing-Seite, aber auf der Hauptseite, oben rechts. Und da Switch to Private und im Private-Modus loggen wir gar nichts. Wir haben also keine Ahnung, was die Leute dort machen. Wenn man nach Wetter in meiner Nähe oder Wetter allgemein sucht, wird die Wetter-App erstmal gucken, wo die IP ist. Und so weiter, aber weil man im Privatmodus unglaublich privat ist, wissen wir auch nicht, wie dein Wetter ist, weil wir nicht wissen, wo du bist. Das sieht man halt auch dann schon anders. Oh, hier einen kleinen Bug. Weiß auf grau. Und ja, so Weather, wenn du da auf die Weather-App klickst. Ja. Resultate. Da ist halt okay, im Privatmodus wissen wir nicht, wo du bist, können ja also auch nicht das Wetter anzeigen, kannst aber zurück in den Privatmodus gehen. In diesem Privatmodus, lange Rede, kurzer Sinn, werden wir wahrscheinlich auch Werbung schalten müssen, weil das einfach sich nicht anders rentabel schalten lässt und werden dann aber auch das so machen, wie bei DuckDuckGo auch, die Werbung privat bleibt. Aber momentan gibt es auch dort noch keine Werbung, das werden wir, arbeiten wir momentan daran. Also, ich habe hier ein paar Add-ons in meinem Browser drin, die möglicherweise Sachen verstrubbeln. Also, es muss nicht an euch liegen. Ah. Ja, also, dieser Browser ist jetzt sehr auf Security und Privacy getrimmt und
blockt halt alles weg. Da habe ich auch mal ein Video dazu gemacht, was man da alles tun kann. Und das führt manchmal auch zu ungewünschten Effekten. Das macht Sinn. Aber ja, das war uns auch wichtig. Also wenn man Privacy Badger und wer verschiedene andere Sachen hat und dann schaut, wie viel wird auf U.com blockiert, nichts, weil wir die Leute nicht so aggressiv machen, wie viele andere das auch machen. Ja. Genau. Case in point. Sehr schön. Ja, es ist immer, also, immer alles gleich verifizieren, ne? Genau. Du hast recht gehabt. Genau. Und das ist halt für uns auch wichtig. Privatsphäre ist unglaublich wichtig. Und im privaten Modus, die Sache ist halt meiner Meinung nach mit Privatsphäre, 90% aller Menschen sagen, ihnen ist Privatsphäre wichtig, aber nur 5% aller Internetnutzer verändern wirklich ihr Verhalten basierend auf dem Ziel der Privatsphäre. Sagen 90% aller Facebook-Nutzer sagen, ich will Privatsphäre haben, aber wir sind halt auf Facebook, wo man nicht so viel Privatsphäre hat und das alles analysiert wird, um Werbung zu schicken und so weiter. Das ist eine der Insights, die wir hatten, und da haben wir gesagt, okay, wahrscheinlich wollen die Menschen häufig eher Bequemlichkeit haben. Ich will einfach Weather eintippen und dann weiß die Weather-App, wo ich bin, und gibt mir das lokale Wetter. Aber vielleicht will ich halt mal Suchen machen über irgendeine medizinische Sache oder andere Sachen in meinem Privatsleben, wo ich unglaublich privat sein will. Und weil niemand diesen Wahl den Nutzern gibt, ist es halt so ein bisschen in between. Ich meine, auf der einen Seite hat man Google, null Privatsphäre, alles wird analysiert, alles wird verkauft. Und dann hat man DuckDuckGo, aber bei DuckDuckGo hat man auch nicht Privatsphäre im lokalisierten Bereich. Die Suchbegriffe werden gespeichert, nicht mit der IP, aber trotzdem voll gespeichert. Das bedeutet, wenn man seinen Namen auf DuckDuckGo eingibt, werden die das trotzdem für immer dort registrieren, und es gibt auch keinen Weg, das dann zu löschen. Und die haben trotzdem die IP-Adresse analysiert und geschaut, wo man ist fürs Wetter. Und dementsprechend haben wir also diese zwei Modi. Wenn man im Privatmodus ist, hat man die privateste Suche, die man technisch machen kann. Und wenn man im personalisierten Modus ist, hat man alle diese coolen Convenience- und Bequemlichkeitsfeatures, die man haben will normalerweise. Und das ist meiner Meinung nach eine bessere Art und Weise, mit Privatsphäre umzugehen. Und natürlich ist auch unser personalisierten Modus, werden wir trotzdem nicht die Daten verkaufen und so weiter. Aber wir speichern halt, um es zu verbessern. Man kann es personalisieren, sagen, ich will nicht Reddit sehen oder ich will mehr Twitter sehen oder was auch immer. Und das wird halt alles gespeichert, um halt eine bessere, Ja, das ist halt immer das Dilemma, ne? Wenn du Privatsphäre und IT-Sicherheit haben willst, dann wird es halt schwierig. Und wenn du es nicht haben willst, dann wird es halt leicht. Also ja, in dem Moment, wo ich halt dem Nutzer die Möglichkeit gebe, sich anzumelden, indem er erstmal nur seine E-Mail-Adresse einträgt und nur wenn das richtig ist, dann das Passwort, dann ist es natürlich simpel zu bedienen, weil der Nutzer sofort erkennt, was er falsch gemacht hat. Aber es ist halt nicht sicher, weil ich ja so einen Nutzernamen erraten kann, dann habe ich ja schon die Hälfte vom Zugang. Ja. Ja, und das machen wir auch nicht. Also es ist auch manchmal problematisch, weil Leute sagen, oh, ich kann mich nicht einloggen, aber die hatten einfach sich mit einer anderen E-Mail angemeldet vorher. Aber man sieht das bei unseren, bei uns nicht. Ja, genau. Das ist natürlich für den Nutzer sehr viel toller, wenn er erfährt, ah, da habe ich den Fehler gemacht, aber eigentlich sollte man es nicht machen, ja. Und das findest du halt in allen Bereichen, und so ist ja mit Privatsphäre genauso. Je privater es ist, umso weniger kann natürlich dann irgendwann die Sache auf, ja, verbessert werden. Ist schon verständlich. Okay, also ich wäre mit meinen Fragen durch. Ja. Ziemliche Punktlandung. Ja. Ja. Hast du noch was du mir zeigen willst, oder ansonsten? Nö. Wir haben ja eine gute Zusammenfassung hier gebracht. Es werden viele neue Apps kommen. Wir haben jetzt Nachrichten-Apps, also wenn du Nachrichten Ukraine oder so eingibst, dann siehst du jetzt auch deutsche Nachrichten-Apps. Wir haben die Top 10 Nachrichten-Apps in Deutschland jetzt und werden auch versuchen, ein bisschen zu aktivieren, die deutschen Apps. Ähm,
Also ja, hier ist als erstes die Webresultate, aber wenn du weiter scrollst, NTV, T-Online, Welt.de und so weiter. Und wir werden weiter daran arbeiten, unsere deutschen Nutzer auf spezifische deutsche Apps rauszubringen, auf dem Weg, um die dann eventuell in der Zukunft dann das noch weiter zu eröffnen. Und ja, ich freue mich, falls es Nutzer von dir gibt und deine Zuhörer, hallo zusammen, wenn ihr daran mit zusammenarbeiten wollt, sagt Bescheid, schickt mir eine E-Mail, richard@dü.com und ja, dann können wir vielleicht zusammen das auch verbessern für deutsche User. Ja, Richard, dann herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Bei dir ist jetzt wahrscheinlich noch nicht Zeit für ein Feierabendbier. Nein, es ist Mittag und ich werde jetzt erstmal Frühstück nachholen und das essen. Okay. Also, dann herzlichen Dank und viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank und schöne restliche Woche noch. Tschüss.